Zur Bewältigung der Aufgaben eines Pokémon-Trainers muss man die jeweiligen Pokémon studieren und kennen. Also genau wie die Meistertrainer, die sich auf ein Pokémon spezialisieren, werden wir in der Serie das Pokémon vorgehen. Dabei betrachten wir jedes der bisher 809 Pokémon einzeln, bezogen auf Typ, Aussehen und Attacken. An erster Stelle steht im Pokédex Bisasam, das den Typen Pflanze und Gift angehört und seit der ersten Spielgeneration existiert. Zusammen mit Glumanda und Shigi gehört es zu den Kanto-Starter-Pokémon, die man jeweils in Pokémon Rot, Blau, Feuerrot und Blattgrün vorfindet. Bisasam ist ein reptilienähnliches Pokémon, das in drei grünen Farben erscheint. Dabei besitzt sein Samen auf dem Rücken ein dunkleres und der Körper ein helleres Grün, wobei vereinzelte grüne Flecken auf dem Körper sind. Bisasam besitzt einen breiten Kopf mit dreieckigen Ohren, die Augen bestehen aus weißer Lederhaut mit rot-weißen Pupillen und auf dem Rücken trägt er den erwähnten zwiebelähnlichen Samen. Bisasams Knolle ist der Ausgangspunkt für zahlreiche Fähigkeiten. Sie ermöglicht es dem Pokémon, Sonnenlicht zu absorbieren und zu speichern. Die Energie, die dann im Samen vorhanden ist, kann Bisasam nutzen, um tagelang ohne Nahrung auszukommen oder das Wachstum seines Körpers und der Knolle zu beschleunigen. Passend dazu kann es Attacken wie Solarstrahl, Synthese und Wachstum erlernen. Da seine Knolle kurzzeitig geöffnet ist, kann es den Gegner mit Samen beschießen oder Egelsamen einpflanzen, die dem Gegner Energie absaugen. Ebenso kann es durch die Knolle Giftpuder oder Schlafpuder einsetzen, das den Gegner dann logischerweise vergiftet oder einschlafen lässt. Und schließlich kann es seitlich oder oben aus der Knolle Ranken entfesseln, die ihm den Rankenhieb ermöglichen, mit dem er den Gegner treffen und KP abziehen kann. Schließlich betrachtet man die Typschwächen eines Pokémons. In dieser vorfindenden Tabelle habe ich dargestellt, welche Angriffstypen Bisasam wie viel Schaden machen. Links steht Bisasam ist stark gegen und das bedeutet zum einen, dass es gegen diese Typen wenig Schaden nimmt und es gleichzeitig gegen diese Typen selber viel Schaden macht, wenn es angreift. Andersherum ist es rechts, Bisasam ist schwach gegen, das heißt, es nimmt viel Schaden gegen diese Typen. Und wenn es diese Typen angreift, macht es selber wenig Schaden. Die Pokémon-Typen, die nicht gelistet sind, machen Bisasam normalen Schaden und Bisasam macht ihnen normalen Schaden, das heißt Schaden mal 1. Das war der erste Teil der Das-Pokémon-Serie über Bisasam. Fragen zu Bisasams Fundorten oder weiteren, die jetzt in diesem Video nicht reingepasst hätten, aber trotzdem geklärt werden wollen, die beantworte ich in den Kommentaren und dann geht es demnächst mit Bisaknosp weiter.